Es ist gut, wenn wir die Dinge erkennen, die wir auf unserem bisherigen Lebensweg irrtümlicherweise getan, gedacht haben, gefühlt haben. Ich habe hier heute das Ehepaar Schober, Sabine und Ewald Schober, denn beide sind dabei, Menschen zu helfen, diese Irrtümer zu entdecken. Also entdecken wörtlich genommen, die Decke wegziehen und Hilfen an die Hand zu geben, neue Wege, neue Erfahrungen zu machen mit sich und seinen Mitmenschen, mit dem Leben. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Ja, hinter jedem starken Mann steckt eine starke Frau. Jetzt bist du da, Sabine. Hallo. Hast dich sozusagen getraut, hier mitzukommen? Nein, du hast dir endlich freigeschaufelt. Ja, okay, hast alles gut. Freigeschaufelt. Hab mich gefreut auf den Tag. Ja, ich mich auch, weil nochmal, wenn man so eng zusammenarbeitet, dann ist es tatsächlich die andere Hälfte. Ja, absolut. Bei uns ist es eigentlich gar keine Arbeit. Bei uns ist es schon in der Freizeit mit drin, weil das einfach unser Hobby ist. Wir haben unser Leben. Ja, unser Leben. Das ist euer Leben. Und während der Ewald halt, sag ich mal, mehr den Seminarbereich abdeckt oder Vorträge bei den Tagen, wo die Menschen zusammenkommen und sich selber mal gucken, wie bin ich in den letzten 4 Wochen mit mir vorangekommen, machst du ja sozusagen den Einzelbereich. Ja. Also wo Menschen zu euch kommen und sagen, ich komme da einfach nicht weiter. Ich habe schon alle möglichen Sachen versucht, aber ich komme da nicht weiter. Wahrscheinlich, und ich kann mir vorstellen, dass auch manche, die zu Ewald ins Seminar kommen, diese Erkenntnis haben. Alle. Ja, Erkenntnis haben, jetzt ist es an der Zeit, Hilfe anzunehmen, um mit dem, was mich da in meinem Leben hindert, jetzt mal aufzuräumen. Wie kann das Aufräumen aussehen? Ihr habt ja auch eine Homepage, Life Reframing. Das ist jetzt ein neudeutsches Wort. Was ist Life Reframing? Ja. Vielleicht auch noch mal erstmal zu deinem Werdegang. Genau, ich wollte es gerade sagen. Genau, also angefangen hat das Ganze vor 5 Jahren. Da habe ich dann ein bisschen so mit Bachblüten ein wenig so experimentiert. Mhm. Und vor 6. Bitte? Vor 6. Vor 6 Jahren war das? Ja. Vor 6 Jahren, ja. Schau mal. So schnell vergeht die Zeit. Also vor 6 Jahren habe ich dann angefangen, so mit Bachblüten ein bisschen zu experimentieren. Habe dann ein paar Freunde da, denen ging es nicht so gut. Und habe gemerkt, ups. Darf ich da kurz unterbrechen? Ja. Weil das ist so harmlos. Das ist ja eigentlich anders. Ich muss jetzt so kurz reingrätschen, unbedingt. Grätsch da rein. Ja, unbedingt. Weil ganz frech. Es ist ja so, ich habe viele, viele Jahre auch Einzeltherapien gemacht, die ich nie geliebt habe. Ja. Nie. Die war immer sehr wirkungsvoll, aber nie geliebt. Mir hat es immer so mitgenommen. Ich war immer danach komplett erledigt. Meine Frau hat immer gesagt, hilf dem. Dann habe ich gesagt, ich will das eigentlich nicht tun. Sagt sie, aber dem kann sonst keiner helfen. Ja. Und dann habe ich das immer wieder gemacht, aber es war so nicht meine Berufung, würde ich sagen, obwohl ich sehr erfolgreich, glaube ich, damit oder weiß ich damit war. Und als wir die Schule gegründet haben, hat meine Frau gesagt, ja, wie willst du das vereinbaren? Du stehst ja auf der Bühne und musst die ganzen Einzeltherapien machen. Weil mir war klar, die Tiefenarbeit, die darf in einem Seminarraum, auch wenn das andere Kollegen machen, darf das gar nicht stattfinden, sondern das ist wirklich, das ist Vertrauensgeschichte, das ist ein Vier-Augen-Gespräch, da muss man in die Tiefe gehen. Und ich habe immer gesagt, keine Ahnung, ich mache es definitiv nicht. Und meine Frau hat immer gesagt, ja, das musst du machen. Wer soll's denn sonst machen? Es gibt ja keinen, der da so gut ist oder was wir kennen, der so gut ist. Ja. Ich sage, das ist mir egal, irgendwie wird schon jemand um die Ecke kommen. Du, und wir haben ewig geschaut, meine Frau hat immer gesagt, ja, und wann kommt der dann mal? Du bist ja kurz jetzt vor dem Start. Und ich habe gesagt, ja, der wird schon kommen, wird schon kommen. Du, und eines Tages kommt die nach vorne und sagt, Schatz, ich bin's. Sag ich, wie du bist's? Sagt sie, nee, ich habe jetzt die,
keine Ahnung. Wie so, es war wirklich eine Erkenntnis. Also Erkenntnis. Jetzt kannst du übergeben. Ja, genau. Genau. Bitte übergeben. Cobra, also, übergeben Sie. Du spielst also auch diese Erlebnisse an der Familienaufstellungen da, gell? Ja. Ja. Ich war ja bei ganz vielen Familienaufstellungen und habe das ganz, glaube ich, 30 Mal bin ich da hingefahren und habe immer gemeint, ich muss jetzt da irgendwas an mir tun. Und irgendwann in der Früh stehe ich auf und dann war wirklich mein Spiegelbild, das gesagt, das machst du jetzt selber. Ich denke, ich soll das selber machen? Ja. Und bin vorgegangen und habe jetzt gesagt, sage ich, du Schatz, ich muss das selber machen. Das war halt irgendwie, obwohl ich nicht an Botschaften glaube, aber da war es für mich so richtig stimmig. Habe ich gesagt, okay, das muss anscheinend so sein, das nehme ich jetzt an, das gefällt mir. Und habe dann angefangen, Familienaufstellungen zu machen. Aber meine Bachblüten habe ich auch gemacht. Genau. Und habe dann gemerkt, ich kann das. Ich habe in dieser Zeit ganz viele Leute kennengelernt, die haben mit Bachblüten gearbeitet und haben gesagt, ja, hat mir nichts gebracht, sage ich, ja, weil die den falschen Ansatz nehmen. Bachblüten sind super, aber man muss wissen, um was es geht. Man muss nicht das Thema, sondern das Thema, was da drunter steckt. Das ist das Thema, was derjenige braucht. Mhm. So ist es. Und nicht, ach, Bachblüten, gegen Traurigkeit nehme ich Traurigkeit. Das ist es nicht. Und das habe ich irgendwie instinktiv herausgefunden und habe da die Leute behandelt, habe dann angefangen, diese Familienaufstellungen zu machen. Habe aber dann ganz schnell gemerkt, es ist es nicht. Das gefällt mir nicht. Es ist nicht so stimmig mit dir. Bin ich. Dann bin ich immer Opfer. Und ich lehne es ab, für irgendjemand ständig einen Kopf hinzuhalten, weil irgendeine Großmutter oder Großvater oder keine Ahnung irgendeinen Mist gemacht hat in frühem Leben. Und ich soll es dafür gerade stehen. Sehe ich gar nicht ein. Ich muss ja für meins auch selber gerade stehen. Ja. Also sollen es doch die auch gefälligst tun. Habe gesagt zu meinem Mann, hab viele Bücher gelesen über das und das und jenes und habe dann angefangen, da irgendwie eine Mischung draus zu machen. Mhm. Und zwar nennt sich das Transformationsaufstellung. Okay. Es also gibt's wohl, ich glaube, das gibt es schon auf dem Markt, aber ich weiß nicht, was die machen. Die Leute, es interessiert mich auch nicht. Ich war noch nie derjenige, der danach geguckt hat, sondern ich sage, ich mache mein eigenes Ding und habe dann wirklich, also Transformationsaufstellung, muss ich das so vorstellen, die Leute kommen zu mir mit irgendeinem Thema. Mhm. Es läuft genauso ab wie bei der Familienaufstellung. Also ich brauche auch Stellvertreter. Stellvertreter. Aber die gehen da nicht auf Ahnen rein. Das kommt dann mal hin und wieder einer mal durch. Aber den stelle ich nur stellvertretend hin. Für alles und dann ist es für mich gleich erledigt. Sondern ich gehe da hin und schaue, was für Gefühle stimmen nicht. Dann sagt der eine, da ist eine Traurigkeit oder da ist eine Wut oder das. Und dann tue ich das einfach nur transformieren. Manchmal schaue ich dahinter und sage, was will man den Traurigkeit denn sagen? Und dann kommt raus, also in einem früheren Leben, muss aber nicht immer in einem früheren Leben sein, kann aber auch hier sein. Frühes Leben heißt ja auch schon 10 Jahre zurück, ist ja auch Vergangenheit. Ja? Geh dann rein und schau, wo kommt die Traurigkeit denn her von ihm, nicht von anderen, interessiert mich nicht. Was hat er vielleicht in einem früheren Leben gemacht, wo er traurig ist? Und ich drehe das und transformiere das in die Freude. Okay. Und das war ein Riesenerfolg. Ist es immer noch? Ist es noch, wäre es noch, aber ich habe es ein bisschen eingestampft. Weil ich habe andere Sachen, die momentan einfach Prioritäten haben. Ohne, da grätsch ich jetzt mal kurz rein. Du hast die Traurigkeit in Freude transformiert. Heißt ja, dass Freude höherwertig ist als Traurigkeit. Ihr kennt vielleicht den Film Walt Disney Upside Down? Alles steht Kopf. Nee. Ist ein wunderbarer Film. Schauen weil wir da, ja, ernsthaft. Weil aus meiner Erfahrung tatsächlich die Traurigkeit braucht an manchen Stellen ihren Platz. Natürlich. Genauso wie die Wut. Also an manchen Stellen hilft die Freude nicht. Nein. Ja, aber das ist ja nicht mein Thema. Ja? Das ist ja nicht mein Thema. Genau. Mein Thema ist ja zu gucken, wieso ist der ständig traurig? Ja. Warum kommt der nicht mehr in die Freude? Ja. Warum ist der ewig gefangen in seinem Körper? Warum interessiert ihn nichts mehr? Was steckt dahinter? Das ist mein Thema. Wenn jemand stirbt oder mal jemand traurig ist, das muss so sein. Und das muss man dann Trauer zulassen. Und ich finde auch eine Trauerverarbeit von einem Jahr absolut gesund und normal. Ja. Aber alles, was darüber hinausgeht, muss man mal anfangen, Therapie anzusetzen und sagen, okay, jetzt muss ich mich therapieren lassen. Weil jetzt muss ich langsam loslassen. Ein bisschen sehr fest. Genau, das ist dann nicht mehr förderlich. Aber eine Trauer gebe ich dir recht. Nur wenn ein Mensch ständig traurig ist und er sagt, ich bin gefangen, ich bin blockiert, ich weiß nicht mehr, was los ist, dann gucke ich nach und schaue, warum ist das so? Und dann mache ich meine Aufstellungen. Und wie funktioniert dann die Transformation? Ja, indem dass es versteht. Also wenn ich herausgefunden habe, ich habe ja ein Talent, ich kann Dinge spüren, also bei mir, ich mache auch das jetzt auch einzeln, ich habe jetzt Klienten da, die sagen dann, ja, mir geht's nicht gut, und dann sage ich, woher kommt's? Mir kommt man nicht drauf, so, okay, ich mache jetzt mal eine Aufstellung.
dann gehe ich da alleine rein. Mit Kissen hört sich echt doof an, aber ist so, ich stelle mich auf jedes Kissen hin, ich spüre mich da rein. Es geht über dieses morphogenetische Feld. Ich spüre mich da rein und ich kann wirklich original so reden und so sein wie die. Die sagen, es gibt es nicht. Wie magst du das? Ich weiß es nicht. Es funktioniert. Ist aber extrem anstrengend. Ja. Ich kriege das raus und sagen die, das gibt es nicht. Genau, das stimmt. Also ich kriege das raus. Das Grundgefühl. Genau. Und warum das da ist, das kriege ich raus. Okay. Und dann dreht sich das durch das Verständnis. Allein wenn der Mensch was versteht, dann verschwindet es. Er will es ja nur verstehen. Und da er keine Antworten kriegt, verzweifelt er. Und er sucht und sucht und sucht, obwohl die Antwort vielleicht oft schon da ist. Aber man kann es oft gar nicht glauben. Also du gehst vollkommen weg. Wir haben ja in der Schulmedizin, haben wir, glaube ich, 23.000 Diagnosen. Nicht ganz so viele GOE-Abrechnungsdinge, aber im Prinzip gehen ja Diagnosen, ne, damit der Arzt eine Rechnung stellen kann. Ja, oder also es irgendeine Ziffer muss das doch haben. Ja, ja. Es gibt bestimmt nicht 23.000 Ziffern, aber... Egal. Egal. Das heißt, du gehst da völlig offen rein, nicht mit einer sozusagen Vordiagnose und sonst was, sondern spürst, was ist. Ja, die rufen mich an und sagen, Sabine, ich habe dieses und dieses Problem. Dann weiß ich ungefähr, okay, der braucht 3 Tage, der braucht 5 Tage, der braucht 10 Tage, das spüre ich. Auch? Ja, ich sage dann, lieber kommst du ein paar Tage länger, weil wenn mein Termin weg ist, ist er weg und wir sind noch nicht fertig, dann ist es doof. Lieber fährst du nach Hause und ich nütze meine Freizeit, mir ist eine langweilig. Dann mache ich mir halt mal ein paar schöne Tage, ist mir ja egal, aber zu wenig bringt nichts. Dann sitzt der vor mir und dann fängt er an zu erzählen und dann entscheide ich, sind es die Glaubenssätze, sind es Beredungen? Beredungen sind auch sozusagen aufoktroyierte Glaubenssätze oder was meinst du mit Beredungen? Ja, mhm. Also von der Mutter, von der Großmutter. Vom Kollektiv. Das Leben ist so ungerecht. Jawohl, genau. Ja. Mhm. Und so weiter und so fort. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch die Kinder schon wieder anfangen, diese Dinge zu übernehmen. Mhm. Ich sage immer zu meiner Tochter, ich bin ja jetzt Nonna, meine Mama ist eine Italienerin gewesen, die ist leider schon gestorben. Ja. Und da ist ja Italienisch, ist dann die Nonna, die Oma. Die Oma. Und jetzt bin ich ja die Nonna. Und ich sage immer zu meiner Nina, ist meine Tochter, die Nina, sage ich, Weibi, tu bitte aufpassen, wie du die Rosalie beredest. Weil das wird irgendwann mal ein Glaubenssatz. Es ist so. Ja. Man muss nicht auf jedes Wort aufpassen. Das ist ja völlig egal. Aber diese ständigen Wiederholungen, diese ständige, das muss so sein, oder Schuster bleibt bei den Leisten, oder. Mhm. Also aufzupassen, wenn sie heimkommen, sagt, aber der Lehrer hat gesagt, einfach mal zu lernen, hinterfrag auch mal etwas. Mhm. Nimm nicht immer alles an, was du liest, siehst, machst und tust, nur weil es andere tun, ob das wirklich für dich richtig ist. Ja. Ob das auch mit dir zusammenstimmt. Und da habe ich ganz, ganz viele Erfahrungen mit meinen Klienten, wo man denkt, um Gottes Willen, was kriegt ihr da draußen gelernt? Ja, das stand in einem Buch. Oder das hat der XY-Therapeut gesagt. Beredungen. Genau, das sind diese Glaubenssätze, die ich dann irgendwann einmal habe. Jetzt bewahrheitet sich einer. Die Diagnose ist auch eine Beredung, ne? Ja, absolut. Aber also, das ist die Schlimmste. Das ist Voodoo. Das ist dann schon eine Voodoo-Beredung. Ja. Man könnte auch, wie nennt man das? Brauchen wir nicht. Voodoo. Brauchen wir nicht, genau. Ja. Wenn der Halbgott in Weiß was sagt, dann ist es bam. Dann ist das drin. Wir hatten damals einen Fall, nur ganz kurz, von einer Freundin meines Bruders, die war im Krankenhaus, Diagnose Krebs, wollte sich gerade runterstürzen, wollte sterben. Und dann war irgendwie so, hat sie gesagt, Sabine, es war wie mein Papa da gewesen, weil der ist ein paar Wochen vorher gestorben. Ja. Mach's nicht. Ja, und am nächsten Tag kam der Arzt, hat sich entschuldigt, das war die falsche Patientin. Diagnose. Jawohl. Ja. Also haben wir sogar schon live erlebt. Es sind keine Märchen, die sind wirklich wahr. Also die Ärzte können oft mit ihren Diagnosen schon großes Unrecht. Unheil. Ja, aber gut, das ist Thema von Ihnen, das ist ja nicht unseres heute. Reframing bedeutet ja eigentlich, wenn man es direkt übersetzt, einen anderen Rahmen, beziehungsweise einen anderen Rahmen, Deutungsrahmen. Jawohl. Es geht um die Deutung. Oder? Ja, und ums Verständnis. Um einen neuen Fokus, neuer Blickwinkel, neuer Ansatz. Ich hatte eine Frau bei mir, die hat mir erzählt,
dass sie nicht geliebt worden ist von ihren Eltern. Ganz viele. Dann sage ich, wie kommst du drauf? Ja. Dann sagt sie, schau mal, ich musste mit 3 Monaten schon die Flasche selber halten, weil sie hatte mich nicht geliebt. Sage ich, Punkt 1, ein Kind mit 3 Monaten kann die Flasche noch nicht selber halten. Ich habe es jetzt selber erlebt, geht nicht. Das ist ein Fehler in deiner Wahrnehmung, deinem Fokus. Und der nächste Punkt, sie hat die Bilder, wo sie hat von ihr, wo sie klein waren, waren immer im Schlafzimmer und da war sie immer alleine. Sag ich, und wer hat die Bilder gemacht? Du, per Handy oder wie? Wer hat die Bilder gemacht? Ja, meine Mutter. Ah, sag ich, eine Mutter, die dich nicht liebt, hat Bilder gemacht. Sehr interessant. Und du sagst, du warst immer alleine, um dich hat sich niemand gekümmert. Sag ich, merkst du eigentlich, was du dir selber einredest? Mhm. Und da habe ich gemerkt, sie wollte das so. Sie wollte einfach daran glauben. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht wollte sie sich selber bestrafen. Ich habe keine Ahnung. Es ist oft ganz, ganz schwierig. Menschen, die kommen, die wollen zwar Wahrheiten, aber oft wollen sie die Wahrheiten aber auch nicht sehen oder auch nicht loslassen, weil sie schon so fest sind. Die sind schon sie haben sich identifiziert mit diesen, absolut. Auch mit dem Leiden. Jawohl. Ja, absolut. Und das ist einfach, das, was ich kenne, drin zu bleiben, auch wenn es nicht schön ist. Das ist das Fatale schlechthin. Ja. Ja, dies, was weh tut, aber den Schmerz, den kenne ich wenigstens. Eben, aber das Neue kenne ich ja nicht. Nee. Und da bleibe ich da drin. Genau. Und das ist das Problem. Ja. Diese Spirale zu verändern und den neuen Platz zu geben. Und das ist ja auch bei meiner Transformationsaufstellung immer so, dass ich sage, ich gebe dem Alten jetzt Platz. Ja. Indem, dass ich dir nicht etwas wegnehme, sondern ich schiebe dir sofort was Neues rein. Und zwar das Neue heißt für mich, die Freude wieder zu spüren, zuzulassen. Also ich habe Beispiel jetzt jüngst jemand gehabt bei uns, der gesagt hat, also ich hätte mich als Bruder, wenn ich mich als Bruder gehabt hätte, hätte ich mich umgebracht. So schlimm hat der auf sein eigenes, dabei Michel aus Lönneberger, das ist ein herzensguter, mutiger Junge gewesen, der halt unheimlich viel Scheiße gebaut hat, aber doch nicht böse gar war. Nicht, das sagen gar sie nicht. Alle, überhaupt nicht. Aber ja, ich hätte mich, also muss man sich mal vorstellen, ich hätte mich umgebracht, wenn ich mich selbst als Bruder hatte. Ganz schlimm. So, das heißt, um ihm dann zu sagen, hey, guck doch mal an, Michel Lerner-Berner, du warst mutig, du warst ein Entdecker, du warst ein Forscher, und so weiter. Und außerdem, deine Eltern waren immer weg, und dadurch hast du durch die Trachtprügel hast du wenigstens Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist meine Aufgabe, dass ich einfach den Leuten einmal sich selber reflektieren lasse. Also ich höre zu, es sind Leute da, die sagen, ich kann nichts, ich schaffe nichts. Erzähl mir aber vorher alles schon, was die schon geleistet haben. Das, wenn ich schon geschafft hätte, Und sag, hey, hast du dir jetzt zugehört, was du alles gemacht hast? Mhm. Das zählt doch nicht. Sag ich, was zählt denn dann? Ich bin auf der Suche nach etwas anderes. Und genau das ist das Problem. Die Medien, die Bücher, alles deutet auf den Sinn des Lebens zu suchen. Und wenn ich dann die Frage stelle, das ist meine eigene Art, damit umzugehen, die Frage stelle, was ist dein Sinn des Lebens? Dann sagen sie, keine Ahnung. Oder sie sagen, geben ein paar Antworten. Für mich, also mein Sinn des Lebens ist immer den Sinn, den ich ihm gebe. Mhm. Wenn ich heute aufstehe und sage, heute möchte ich das und das und das machen, dann ist es für heute, für den heutigen Tag, das ist mein Sinn für den heutigen Leben. Aber zu sagen, was ist der Sinn für mein komplettes Leben, das will ich heute doch noch nicht sagen. Das will ich jeden Tag neu entscheiden. Mhm. Weil ich weiß ja nicht, was übermorgen ist. Ich weiß es ja nicht. Ja. Na? Also gehe ich doch her und sage, heute ist es, glücklich zu sein. Oder heute ist es, mit meinem Mann daher zu fahren und wirklich gute Aufnahmen zu machen, um Menschen zu zeigen, was wir tun. Das ist jetzt der Sinn meines Lebens heute. Heute. So, auch wenn man die Frage längerfristig stellen wird, was ist der Sinn des Lebens. Da stellen immer die Menschen die Frage, was ist der richtige Sinn des Lebens? Ich sage immer, welchen Sinn des Lebens wählst du denn? Mhm. Nein, weil die Menschen suchen immer nach richtig, falsch, was ist der allumfassende Sinn? Also es gäbe einen. Ja. Aber ich sage, wie jeder von uns, wählt doch den Sinn des Lebens, den er für sich authentisch und richtig annimmt. Wir haben uns leichter tun. Ja, also du hast es auch immer wieder gesagt, stimmig. Es muss stimmig sein, ja. Wir haben es in der deutschen Sprache so wunderbare Hinweise, dass es stimmig ist. Genau. Stimmig, dann haben wir Einklang mit mir im Einklang, da haben wir Frieden drin,
Ja, leider zu selten das Wort, ja. Ja, das Wort Frieden meinst du? Ja. Das wird dann ja Zufriedenheit. Ja, man kann auch vor Zufriedenheit frieren, sagt ein Sänger. Ja? Okay. Vor Zufriedenheit zu frieren. Komme jetzt gerade nicht drauf. Ein Holländer. Okay. Ein großer Holländer. aber also dass dieses Stimmigsein überhaupt noch gar nicht im Fokus ist. Also, dass wir meinen, irgendwas nachäffen oder sonst was zu machen, was uns andere vorgesetzt haben, das ist der Sinn des Lebens, nämlich so ein Auto zu fahren. Ja, und ja, wo Karriere. Ne? Also, ich habe neulich einen Film gesehen, da ging es nur um Karriere. Also, ein Rechtsanwalt, ja, Karriere, in Amerika. Ne? Ja, kommen Sie in unsere Kanzlei, da können Sie Karriere machen und Karriere. Karriere, glaube ich, heißt Schnellgalopp. Ne? Oder so. Okay, keine Ahnung. Aus dem Schnellgalopp. Also okay. Richtig. Pff, so. Will ich Karriere machen? Aber ich will nämlich sehr stimmig sein. Unbedingt. Also ja. Alles, was ich tue, muss stimmig mit mir sein. Ja. Es macht keinen Sinn, wenn ich meine Glaubenssätze. Ich habe ja vorgedruckte Glaubenssätze, die nehme ich ganz selten her, weil ich eher. Ich bin mittlerweile schon so Profi, dass ich raushöre. Wenn der Genie sagt, das glaube ich und das glaube ich, weiß ich, der hat die Glaubenssätze, Punkt. Da brauche ich gar nicht rummachen. So, und dann schreibe ich ja mit dem Klienten, schreibe ich die Glaubenssätze ins Förderliche. Nicht Förderliche und Förderliche schreibe ich um. Okay. Und dann frage ich ihn, ist es für dich stimmig? Und wenn er sagt, nee, dann sage ich, gut, jetzt kommst du. Jetzt fang an, mir zu sagen, wie ist es stimmig. Und dann baue ich so lange rum, bis er sagt, wow, das ist er, den nehme ich. Dann merke ich direkt, wie die Augen glänzen. Dann weiß ich, der sitzt, den brauche ich gar nicht reinklopfen, weil der gefällt ihm so gut, dass er sofort ins Unterbewusstsein geht. Das ist so ein kleiner Schlüssel. Okay, also ich habe ja die These, dass uns die Glaubenssätze geschützt haben, ja, bei bestimmten Erfahrungen in der Kindheit. Also, dass sie erstmal per se nicht schlecht sind. Nein, um Gottes Willen. Ja, das ist nicht ja, alle, also nicht das alle. Ist, ne, dass wir einfach nur umformen und dann ist alles erledigt. Erstmal brauchen sie das für sie selber sozusagen installiert haben. Mhm. Auch ihre Würdigung. Würdigung und dann verabschieden. Mir geht es ja nur um die Glaubenssätze, die nicht förderlich sind. Ja. Oder nicht mehr förderlich nicht mehr sind. Das jawohl. Ist es. Weil es gibt ja Glaubenssätze, die sind, wie du sagst, von der Prägung her wichtig noch. Ja. Und irgendwann im Alter ist der Zauber aber weg. Mhm. Und ich brauche den nicht mehr, aber der hängt immer noch dran. Und hält mich dann zurück. Genau. Und der ist oft einmal, manchmal, also die meisten lösen sich von alleine auf. Weil man erwachsen wird, man wird mit sich, man entwickelt sich weiter und da verschwinden die einfach. Das ist so. Aber gewisse bleiben oft. Die, wo auch sehr nicht förderliche Erlebnisse dranhängen, kleine Traumen, die bleiben dann bestehen, diese Glaubenssätze, weil die natürlich vom Gehirn sagen... Die wollen die schützen. Ja, eben. Die wollen die schützen. Genau, so ist es. Ja. Das Gehirn sagt, oh, das muss ich mal merken, da darf ich ja keinen Fehler machen und schickt es ins Unterbewusstsein und da bleibt es dann drin. Es hat Synapsen hergestellt, ne? Ich sage immer so wie eine Autobahn. So. Die finde ich aber raus. Die finde ich raus anhand von Gesprächen, auch oft einmal Abfragetechniken, wo ich ganz schnell frage und der muss mir ganz schnell antworten, er darf keine Sekunde überlegen weil sonst ist spontan. Es raus, ist er meh, mal wieder, meh, dann ist er weg. So, und dann gibt es viele solche Techniken, die wo ich einfach anwende, die ist kein Hokuspokus, sondern das ist wirklich rein Wissenschaft, wirklich und sehr, sehr gut. Ich habe Leute da gehabt mit Glaubenssätzen, die waren 4 Jahre in Behandlung von einer Psychiatrie zur anderen. Geschlossene Psychiatrien, die wurden vollgepumpt mit Medikamenten bis oben hin. Ja. Nichts hat geholfen, die waren austherapiert. Ich habe 49 Glaubenssätze oder 48 Glaubenssätze gemacht. Und dann waren die weg. Am 700. Tag habe ich dann einen also angstfreien Tag, muss ich sagen. Ja, hat er mich angerufen und gesagt, Sabine, ich habe seit 700 Tagen keinen einzigen Angstzustand mehr. Und das ist dann schon, wo ich sage, das ist eine Technik, die hilft den Menschen wirklich weiterzukommen. Also Glaubenssätze sind sehr, sehr wichtig. Und dann die Traumen. Mhm. Ein Trauma ist nicht immer ein Riesenerlebnis, wo eine brutale Geschichte dahinter ist, sondern es kann eine ganz eine Kleinigkeit sein. Scheinbar. Ja, die wirklich traumatisiert wirkt. Ein Leben lang hatte einen da wirklich einen Kasten von einem Mann. Ja. Der mir erzählt hat, er hasst seinen Vater über alles. Und ich, ja, okay, dann unterhalten, was ist dahinter? Also starke Verbindung noch. Ja, aber der hat ihn gehasst, das war... Puh.
Und dann sind wir draufgekommen, mit 6 Jahren sollte er Hausaufgaben machen. Wenn er das gemacht hat, darf er mit ihm zum Fußball. Mhm. Er war aber nicht bereit, seine Hausaufgaben zu machen. Und dann war die Uhrzeit da, wo das Fußball losging. Ja. Und dann hat der Papa gesagt, schaust du aus dem Hausaufgaben? Nee, habe ich nicht gemacht. Sagt, du bleibst zu Hause. Ja. Und das hat er durchgezogen, der Vater. Ja. Obwohl er gequengelt hat, geweint hat, wirklich ein Trauma draus gemacht hat. Und bumm, war er drin. Und der Hass ist bis zu diesem Tag, der war damals schon über 50. Obwohl er nur konsequent jawohl, war, der Vater. Jawohl, aber das Trauma, dass er dann nicht dahin hat dürfen, dass der ja. Papa so konsequent war, ja. war für ihn nicht nach. Der kann kein Herz haben, das war drin. Mhm. Und das Trauma haben wir dann aufgelöst und das war's dann. Der hat dann geweint wie ein Schlosshund ja. und das war's und das Trauma war weg. Ja. Aber für uns Erwachsene, ein kleines, es ist ja kein Trauma nicht. Mein Gott. Ne? Genau darum geht es, dass wir überhaupt erstmal mitempfinden, wie wir als Kind, ja, wie wir das als Kind interpretiert haben. Das ist doch das Entscheidende. So ist es. Das ist das Entscheidende und nicht, wie wir als Erwachsene das interpretieren, sondern wie wir als Kind dieses so wahrgenommen haben. Und darum kümmern die sich nicht. Nee. Ja, und ich will jetzt nicht über die Psychiatrie nee, und müssen wir ja nicht. Herziehen, aber die schiffen wunderbar mit ihren Konzepten drumrum und so. Dabei ist das so einfach. Mhm. Ich habe ja auch immer Gespräche mit einem guten Freund von uns, der immer sagt, na Sabine, du kramst mir zu stark in meiner Seele rum. Sag ich, ich bin kein Seelenklempner. Ich halte ja. auch nichts davon. Ja. Auch wenn man immer sagt, ja, meine Seele, die hat einen Knacks. Wenn es eine Seele gibt, das ist ja nicht für mich nicht bewiesen, aber ist egal. Aber wenn es eine Seele gibt, dann ist es von mir, von meinem Verstand her, ist es eine komplette Geschichte. Diese Seele weiß alles, kann alles und muss nicht geteilt werden. Der Einzige, der einen Schaden weg hat, ist mein Gehirn, ist mein Gefühl, ist mein Körper. Aber die Seele, die kann alles und die weist dich ja eh immer auf und sagt, hey, schau doch mal. Aber wir mit unserem Verstand, mit unseren sämtlichen Gehirnen, wo wir da unten, unserem Reptiliengehirn auch noch hinten drin, es ständig da irgendwelche Impulse gibt, die wo man nur über ein Gefühl wahrnehmen, aber nicht wissen, was das ist, meinen unsere Seele hat ja. einen Knacks, aber die Seele hat keinen Knacks, nein. Sondern ja. wir haben einen Knacks. Ja, eigentlich immer wieder geht es nur darum, wie wir die Dinge anschauen. Ja, klar. Also interpretieren, weil das Gleiche aus einer unterschiedlichen Perspektive kommt man zu ganz anderen Schlüssen. Absolut. Es ist... Und der andere Therapeut? Das meine ich, das ist, weil es so einfach ist. Das darf doch nicht so einfach sein, Sabine. Es darf so, nicht. Wofür ja. mache ich denn meinen Doktor? Ja, ja, oder meine 5 Jahre zusätzlich in Psychotherapien, Ausbildung, wenn das so einfach wäre. Tja, aber so einfach ist es. Einfach mal... Einfach mal 5 Grad sein lassen. Einfach mal hingucken, bin ich denn wirklich selber so schlecht? Oder die Welt, ist die wirklich so schlecht? Wenn ich dann mir oft mal anhöre, ja, die ganzen Skinheads und die ganzen Dinge, denke ich mir, Leute, schaut doch einmal hin, was die Medien machen. Die machen aus 10, machen die 100. Die aber spiegeln genau. und spiegeln und spiegeln und hier das Gleiche an, aber das sieht ja keiner. Ja, und dann kommt da mal eine U-Bahn rein, die da genau. gar nicht hingehört in Chemnitz. Genau, so geht ja, hört doch mal auf, schaut doch diesen Schmarrn nicht an. Ich meine, ja. das ist nicht böse. Mein Mann, wir sind seit 24 Jahren glücklich zusammen. Ja. Natürlich kracht es bei uns auch mal, ne? Ganz normal. Darf doch. Aber unterm Strich sind wir sehr glücklich und wir lieben uns sehr. Und mein Mann hat ja. immer damals gesagt, sagt, Schatz, ich sag dir eins, bei uns gibt es keine Werbungen und keine Nachrichten. Wir schauen uns so einen Dreck nicht an. Ja. Und das ziehen wir bis heute durch. Ja. Machen wir nicht. Wir wählen, was schauen wir uns an? Wir haben unseren Netflix und unser Prime über Amazon und dann sagen wir den und den Film. Meistens schauen wir uns Krimis an, wir lieben halt einfach und dann machen wir ein Spiel, wer ist der Mörder? Meistens bin ich Sieger. Aber wir schauen uns das nicht an. Nicht, weil wir die Realität nicht sehen wollen. Ich weiß ja, dass sie da ist. Ich weiß ja, wie schlecht das vieles ist und wie ungut es auf uns Seele oder auf unser Herz oder auf unsere Gefühle oder wie auch immer Einfluss nimmt. Aber muss ich mir das jeden Tag wirklich anschauen? Muss ich mir das wirklich jeden Tag geben? Brauche ich diesen Kick? Also ich brauche es nicht. Ja, oder ich meine, unsere Energie folgt der Aufmerksamkeit. Natürlich. Will ich so viel Energie verschleudern? Und die Wahrnehmung, die geht ja auch wieder dahin. Unser Fokus geht auch wieder dahin. Und deswegen ja, und die Realität sehen wir in diesen Berichterstattungen eher weniger. Ja. Also wenn ich die Realität suche, dann finde ich sie dort wahrscheinlich am wenigsten. Ja. Ja.
Du meinst jetzt in den Medien? In den Medien, ja. Darum lehnen wir das ab. Weil viele oft dann sagen, ja, du, ich muss ja schauen, was passiert wirklich real auf der Welt. Dann glaube ich aber, dass dieses Medium das Verkehrteste dazu ist, weil hier doch immer eine gewisse Absicht von dem Berichterstatten dahinter steckt. Ja. Und darum glaube ich, ist das die richtige Wahl. Und wir fahren eigentlich recht gut damit. Ne? Absolut. Ja. Es ist mir heute wieder aufgefallen, ich habe einen Bericht gelesen, irgendwas mit Schneefall da irgendwo in den Alpen, brutal. Am Anfang haben sie Meter angegeben und damit es dann danach noch ein bisschen interessanter wird, haben sie Millimeter angegeben. Ja, damit ganz viel. Warum macht ihr das? Lass doch diese 3 Millimeter, warum muss da noch ein paar Nullen hinten dran sein? Ja. Hauptsache, es wird aufgebauscht. Jawohl, alles muss, auch mit den ganzen Kosmetik, mit den ganzen Damen. Na, ich bin ja auch ein wenig so eine Edelzicke oder Edeltussi. Ich stehe dazu, ich liebe es immer schon. Ja. Und ich war die gleiche. Ich bin auch gefahren und habe mir die ganzen Wimperntuschen gekauft, damit ich heute lassen wir Lashes neu machen, Ende aus der Chaos. Weil diese ganzen Wimperntuschen oder wie auch immer nur Medium ist. Die haben ja schon seit 10 Jahren die Lashes drin, aber machen mit den Wimperntuschen. Das ist ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Es ist gelogen. So, lieber stehe ich zu meinem Ding und sage, okay, ich mache mir meine Lashes neu. Lashes? Ja, das sind diese Augenwimpern. Hat sie draufgeklebt? Ja, klar. Ach! Ja, alle 3 Wochen gehe ich hin, lasse das wieder neu machen. Ich fühle mich wohl dabei, mir geht's gut. Und ich muss natürlich jeden Monat den ganzen Schmarrn kaufen und glaubt das. Ich weiß, dass es nicht real ist, aber ich stehe dazu. Ja. Also, ich finde halt auch die Mädels, sie sollten anfangen, zu sich selber zu stehen und sagen, wenn ich das machen möchte, dann mache ich das, aber nicht, weil ich das gesehen habe. Weil ich werde nie so ausschauen wie eine Claudia Schiffer. Ich kann alles anziehen, so wie sie. Ich werde niemals so aussehen. Nie. Nee. Geht nicht, weil ich bin ich. Ja. Ich habe ein ganz anderes Erscheinungsbild. Und die Menschen müssten anfangen, an sich in ihrem Spiegelbild anzugucken und zu sagen, das bin ich. Mhm. Und was will ich jetzt draus machen? Ja. Will ich so rumlaufen, ungeschminkt, und dann stehe ich auch dazu? Oder will ich mich stylen, stehe ich auch dazu? Aber aufzuhören, ewig in diese Medien reinzuschauen. Meine Tochter hat das eine Zeit lang gemacht. Instagram. Mama, schau mal, wie hübsch. Mama, schau mal, wie hübsch. Sagt so, und ich fühle mich gar nicht hübsch. So, Nina, hast du schon mal angeschaut, wie hübsch du bist? Und dann habe ich mit dir wirklich ein paar Gespräche geführt. Und dann hat sie es verstanden. Ich glaube, auch das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt bei vielen Menschen, dass sie in der Eigenwahrnehmung so verzerrt sich wahrnehmen, dass sie das selbstverständlich, sie halten das, was sie ausmacht, für so selbstverständlich, dass sie das gar nicht würdigen. Also gerade im Bereich von hochintelligenten Menschen, die Messlatte immer schön auf Weltrekordhöhe, dann können sie ihre eigenen Leistungen oder so überhaupt nicht wertschätzen. Das kann doch jeder. Ich sag's sogar noch schlimmer. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Die nehmen sich gar nicht mehr wahr, weil die nur noch auf andere Leute fokussiert sind. Dass sie ihr eigenes Ich, ihr eigenes Sein nicht mehr wahrnehmen. Die haben kein Gefühl mehr. Ja, die kommen zu mir und sagen, Sabine, ich fühle nichts mehr. Ja. Sag ich, das glaube ich nicht. Sag ich, du bist nur zu abgelenkt in den anderen Sachen. Und sie haben eine Vorstellung, was sie zu fühlen haben. Genau. Das ist es. Das statt kommt. Zu schauen und zu fühlen, was ist, genau. Wird ein Abgleich gemacht mit so muss man fühlen. Also Beispiel Hypnose. Ja, ich fühle da nichts. Ich fühle das nicht. Weil sie eine bestimmte Vorstellung haben, wie sich das bitte schön anzufühlen hat. Das kommt dazu. Statt zu fühlen. Was ist? Also viele Klienten aus der Schule, also die bei der Sabine sind, also im Life and Framing Center oder bei Bezos, kommen oft zurück und sagen, jetzt wurden mir die Augen geöffnet, weil ich darf ja schon zufrieden und glücklich sein. Sage ich, das ist jetzt die große Erkenntnis, oder wie? Dann sagen die, ja, weil mir wurde ja immer wieder eingetrichtert, gerade auch durch so Persönlichkeitsbildung, Business, Training etc. Wenn du das Ziel erreicht hast, dann darfst du glücklich, zufrieden mit dir sein. Ja. Und deine Frau hat mir klar gemacht, dass ich ja doch schon so viel in meinem Leben erreicht habe, wo andere ja schon total glücklich wären. Und ich aber immer wieder den weiteren Weg gehe, wenn ich das erreicht habe, dann. Und alleine darin ist ja schon mal ein unwahrscheinlicher Schlüssel, so wie du vorher gesagt hast, diese Einfachheit. So einfach kann es ja nicht sein. Ja doch, so einfach ist es. Wenn wir unser Leben lang durch Ziele gehetzt sind, werden wir nicht im Hier und Jetzt
wie du das ja so schön immer auch propagierst, genießen können. Das können wir nicht, weil wir ja schon wieder sagen, wir müssen ja das und jenes erreichen. Und dafür wird die Wahrnehmung verschoben. Ja, da wird ein neuer Rahmen wirklich gesetzt. Und ich sage auch oft, ich glaube, da bin ich mit meiner Frau sehr, sehr einig, loslassen von den Zielen. Loslassen von den Zielen, sondern verfolge deine Vorlieben, deine Präferenzen. Ich habe viele Präferenzen, meine Frau hat viele Präferenzen, wir haben viele Vorlieben. Und es wäre schön, wenn die ins Leben kommen. Wir wollen uns alles holen, aber wir brauchen sie nicht. Nicht, nein. Das ist der Unterschied. Genau. Ziel. Na, brauchen das Ziel selbst brauchen wir nicht. Ne? Weil du stehst jetzt in der Früh auf und sagst, ach, ich mache jetzt das und das. Und auf einmal unter dem Weg, auf einmal kriegst du ein gutes Gefühl, weil die Sonne scheint einfach mal rein und sagst, ach, ich gehe jetzt doch lieber malen oder ich gehe jetzt doch lieber spazieren. Und jetzt plötzlich kriegt der Mensch ein schlechtes Gewissen, weil er hat etwas anderes vorgehabt. Aber das ist doch völlig egal. Ja. Hauptsache, es geht ihm gut, indem dass er sagt, er will das tun. Das ist entscheidend. Der Ewald hat einmal lang, das ist schon, weil ich war ja nicht unbedingt einfach. Ne? Ich komme aus einem Elternhaus, das nicht unbedingt das Schönste war. Ja. Und mein Mann hat immer versucht, mir da ein bisschen auf seine Seite rüberzuziehen und die Welt einmal anders zu sehen. Aber ich habe lang gebraucht. Gell? Ja, da waren schon Kämpfe. Aber ich habe es dann irgendwann doch geschafft. Schön. Gott sei Dank. Und dann habe ich mir zu ihm gesagt, wenn ich jetzt etwas Gutes fühle, ja, sage ich, und das haut man dann nicht hin. So, dann falle ich so runter. So, für was denke ich dann gut und alles, wenn das dann wieder blöd ist? Sage ich, dann bleibe ich doch lieber da drin, dann werde ich nicht enttäuscht. Sagt er, ja, da hast du schon recht. Sagt er, aber wenn du was Schönes denkst, dann hast du wenigstens mal ein gutes Gefühl. Und um das geht es. Und wenn es danach nicht hinkaut, ja, mein Gott, dann ist es halt so, aber du bist in einem guten Gefühl gewesen. Ja. Und dann hat es gemacht bei mir. Ja. Und das sage ich auch meinen Klienten. Sag ich, ist doch egal, ob das hinhaut oder nicht. Weil unsere Fantasie, in meiner Fantasie kann ich sofort, wenn ich will, am Mond spazieren gehen. Ja. Kann ich sofort. Ja. Kann ich das in der Realität? Nee. Nö. Geht nicht. Aber ich kann es in meiner Fantasie. Also muss ich mich doch nicht wundern, wenn ich eine Fantasie habe, die blühend ist. Ich kann das und das und das und das. Ja. Aber eine Umsetzung ist sehr abgeschmälert, schaut nicht so aus, aber trotzdem habe ich es doch eh erschaffen. Dann freue ich mich halt dem, was ich erschaffen habe. Und ich habe noch mal was, ich habe ein gutes Gefühl gehabt, nur mir das vorzustellen, was ich alles Gutes machen kann. Und das geht's. Es geht ja nur alles immer ums Gefühl. Ja. Unser Leben geht nur ums Gefühl. Ja, und Gefühle zu vermeiden. Ne? Ja, zu erkennen. Zu erkennen, zu schauen, warum habe ich jetzt ein blödes Gefühl? Ist es wirklich die Realität? Oder ist es jetzt nur wieder eine Erinnerung, wo sich unser Gehirn, weil jetzt gerade eine Farbe im gleichen Zeitpunkt mit einem Knall war, plötzlich macht es bumm, hast du da was? Jawohl, zack, kommt das Gefühl und ich mache so. Sogenannte Trigger. Ja, da wo ich nicht weiß, oh, was ist eigentlich passiert? Warum geht es mir jetzt so scheiße? Dann sage ich zu meinen Leuten, wenn das kommt, bleib doch mal eine Sekunde stehen und sag, also jetzt. Genau, ist da was? Nee, da ist eigentlich gar nichts. Ah, habe wahrscheinlich eher an irgendwas Blödes gedacht. Egal was es ist, Lächeln aufzusetzen, weil durchs Lächeln Endorphine freigesetzt werden und dann der Körper wieder sagt, alles klar, jetzt mache ich weiter, auch wenn es ein paar Sekunden dauert. Ja. Und dann komme ich wieder in das gute Gefühl hinein. Das heißt, diesen Schreck entkoppeln? Jawohl. Weil tatsächlich, manche gehen so weit, dass die ganzen Allergien, ja, tatsächlich auch, also nicht ganzen, aber viele Allergien tatsächlich auf solche Traumen zurückzuführen sind. Absolut. Ja, dass also das, was gerade da chemisch in der Luft, in sonst was war, verbindet sich mit dem Ereignis und will mich dann vor diesem Fühlen schützen. Jawohl. Das ist spannend. Ja, es ist sehr spannend. Ja, ich kenne jemanden, der hat liebte Senf. Der kriegt auf einmal eine Senfallergie. Okay. Und dann gab es wieder eine Situation, da konnte er Senfschaufeln rein. Was war da? Also das mal, Allergien findet auch wahrscheinlich zwischen den Ohren statt. Absolut. Gewonnen und verloren, habe ich jetzt gelesen. Gewonnen oder verloren wird zwischen den Ohren, soll Boris Becker mal gesagt haben. Okay. Also was, wozu unsere Fantasie fähig ist, wo unser Unterbewusstsein fähig ist, sich solche chemischen Substanzen zu merken, weil sie emotional verknüpft sind. Spannend. Ja, ich glaube oder ich weiß ja, der Erfolg von dieser Schule, wo sie natürlich gekoppelt ist mit der Einzeltherapie, du hast anfangs gesagt, viele Schüler werden das auch nützen. Ich sage,
Alle? Im Prinzip alle. Ja. Alle, weil ich immer sage, wir arbeiten am Bewusstsein, wir arbeiten am kollektiven Bewusstsein, aber die Tiefenarbeit, Unterbewusstsein, das ist Life Reframing. Ja. Das ist Einzelsitzung. Ja. Und ich weiß heute, diese enormen Erfolge, die wir erzeugen, und enormen Erfolge meine ich ja, dass ja jeder Schüler, und ich betone das immer wieder nach einem halben Jahr, und das ist notariell bestätigt, bei der Doppelten der Lebensqualität ist. Da wird immer die Frage gestellt, wie geht das? Und dann sage ich, gibt es viele Antworten, aber ein Punkt ist mit Sicherheit der entscheidende. Wir Menschen werden als Gefühlsreaktionäre erzogen. Wir sind Gefühlsreaktionäre. Das hört sich reaktionär. Das heißt, wir agieren auf etwas Erlebtes. Das heißt, wir sehen etwas, unser Unterbewusstsein verknüpft und sagt, gut, schlecht, also gutes Gefühl, schlechtes Gefühl. Wir probieren alles zuzuordnen und dementsprechend haben wir mehr schlechte Gefühle als gute Gefühle. Mhm. Das hat aber mit einer Realität absolut nichts zu tun. Das schafft sogar ein falsches Weltbild von einem selbst, so wie wir das jetzt gerade auch, glaube ich, deutlich gehört haben. Ja. Die Zielsetzung ist, dass wir Gefühlsalchemisten werden. Gefühle selbst erzeugen. Nur dann haben wir eine Chance, sonst werden wir immer das Opfer sein. Und es ist ja, so wie ihr jetzt das auch gut angesprochen habt, diese Reaktionen auch im Körper in Form von Allergien und so, ist ja alles ein Ursprung, es wurde wieder gesagt, zwischen den Ohren, das ist oldschool. Becker, seine Zeit ist ja auch schon eine Zeit vorbei. Ja, ja. Sondern ich sage, das ist die Reaktion auf deine Gefühle. So, und da drinnen haben wir unsere Probleme. Nur immer wieder, wenn jemand seine Gefühlswelt selbst beginnt zu bestimmen, und dazu ist das Life Reframing Center das Entscheidende, weil er mal sieht, na hoppala, ich habe mir eigentlich immer schlechte Gefühle gegeben für ein Leben, wo ich heute sage, ich hätte mir auch gute geben können. Und jetzt dreht es sich. Und wenn wir in der Lage sind, Gefühlsalchemisten zu werden, jetzt haben wir ein selbstbestimmtes Leben, weil es ging noch nie um was anderes als Gefühle. An dem Tag, wo wir am Sterbebettchen liegen und wir sagen, wir haben uns überwiegend im Leben glücklich gefühlt, wenn wir das sagen können, egal was uns zum Glücklichsein gemacht hat, dann, glaube ich, haben wir viel im Leben richtig gemacht. Wobei ich jetzt daraus keine Verpflichtung ableiten Nein. möchte. Nein. Wir sind verpflichtet zum Glücklichsein. Nein, Gottes Willen, das geht ja nicht wie immer. Wie das der Dalai Lama propagiert. Nee, das geht ja nicht. Ja, das wird ja wieder ein neuer Stress. Ja, nee, es geht ja nicht darum, das sage ich oft zu meinen Klienten, wenn die dann heimgehen und sagen, ja, bleibe ich jetzt immer so gut drauf, sage ich, nee, mit Sicherheit nicht. Sage ich, aber das ist ja nicht der Weg und das ist ja nicht mein Ziel. Ja. Mein Ziel ist es, euch zu lernen oder dir jetzt in dem Moment, den Klient, zu lernen, wenn etwas kommt, dass du das einmal aus einer anderen Sicht siehst, es annimmst, erledigst und dann wieder zurückgehst in dein Leben und sagst, okay, ich gehe weiter. Und nicht nur sagst, scheiß Leben. Weil das Leben ist nicht scheiße. Das Leben ist ja nur das, was ich ja immer reingebe, kommt ja zurück. Ja. Wenn mir heute einer sagt, ja, du, das Finanzamt, jedes Mal haut es mir eine drauf und dann sage ich, ja, Leute, wenn ihr heute Finanzamt zahlen müsst, weil ihr so und so viel verdient habt, dann müsst ihr es halt auch abführen. Es bringt halt nichts. Dann könnt ihr sagen, scheiß Finanzamt. So. Ja. Wenn du halt, keine Ahnung, dir ständig irgendwelche Drogen pfeifst und bist irgendwann einmal todkrank, weil deine Nasen und keine Ahnung, was alles kaputt ist, kannst du sagen, ja, scheiß Leben. Sag, nee, du hast ja Drogen, dann bist du selber schuld. Ja. Ich muss auch mal sehen, was habe ich gegeben, wo habe ich gefüttert, was komme ich jetzt zurück und was ist wirklich Schicksal oder was ist wirklich. Das muss ich auseinander, muss ich trennen. Aber egal, was es ist, ich muss immer versuchen und zu schauen und sagen, okay, das ist jetzt die Aufgabe, die ist erledigen, das ist vielleicht nicht schön, aber danach lasse ich es mir wieder gut gehen und gehe wieder in mein gutes Gefühl. So, und da wollte ich auch noch sagen, wegen der Überleitung zum Reptiliengehirn, weil es ganz wichtig ist. Wenn du heute, also unser Reptiliengehirn ist ja ein paar Millionen Jahre alt. Sagt man? Ja, es ist ja das erste Gehirn und da war ja nichts anderes da. Nur dieses Gehirn, es ist ein reiner Impuls. Okay, ist spannend, ja, weil ich mich gerade von dem Gedanken der Evolution echt seit einem Jahr verabschiede, komplett. Okay. Ja, aber trotzdem ist es für sich genommen spannend, das Reptiliengehirn. Es ist wichtig. Ja, es ist ja im Prinzip ist es eine Chiffre für etwas ganz Bestimmtes, nämlich Angst. Flucht, Angriff. Genau. So, ja. aus diesem Gehirn kommen wir alle noch. Egal, ob wir weiterentwickelt sind oder nicht.
Es ist so. So, und jetzt macht das Ding aber so, es hat ja keine Augen und keine Ohren und gar nichts, sondern es schickt dir nur Impulse. Jetzt haben wir aber ein paar Gehirne dazu bekommen. Mhm. Na, jetzt kollidieren die miteinander. Jetzt ist natürlich dieses Verhalten, dass sich oft Frauen von Männern wirklich schlagen lassen und nicht gut behandeln lassen und so weiter und so fort. Und die bleiben dann mit ihren Kindern da dort. Kommt natürlich schon aus dem Reptiliengehirn, weil wenn ich das Rudel verlasse, dann muss ich jetzt sterben. Ja, also. Dann habe ich keine Höhle mehr, ich habe kein Essen mehr, meine Existenz ist nicht mehr gesichert, ich habe keine Sexualität mehr und. Ja. So, aber das ist ja keine Botschaft, wo sagt, ach, du musst da bleiben, sondern es ist ja nur ein Zack. Genau, es kommt ganz schnell. So, und dann bleibt die Frau dort. Statt irgendwann einmal sagt, du haltest jetzt mal die Klappe da hinten. Ich habe ja ein Denken. Ich weiß ja, ich bin heute in Deutschland und in Deutschland haben wir Sozialhilfe. Es gibt Frauenhäuser. Es ist natürlich nicht schön, braucht man nicht reden. Ist klar. Aber es ist immer noch besser, als da zu bleiben und diesem ewigen Gefühl nachzugeben, nur weil das Gefühl mir einredet, ich bin jetzt dann over, das war's dann, wenn ich das Ding verlasse. Zu gehen, einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt, auch wenn es jetzt momentan nicht schön ist, aber danach kann ich sagen, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich mit meinen Kindern weg, ich bin jetzt grundversorgt, ich lerne bestimmt auch wieder mal einen netten Mann kennen, der mich dann wirklich pflegt, hegt und mir gut gehen lassen kann, wo ich auch Liebe geben kann und nie mehr, Liebe nehmen kann, dieses Beidseitige. Aber das Reptiliengehirn ist ja nicht bloß das, es sind ja 7 Grundbedürfnisse, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, aber ich habe im Laufe meiner Tätigkeit, und das glaube ich kann auch der Bernhard bestätigen, über das Reptiliengehirn sehr, sehr viele Menschen helfen können, die so stark draus kommen, diese ewigen Trigger, die immer wieder hochkommen und dann die Kollision oben mit dem Großhirn und Kleinhirn und keine Ahnung, so groß ist, dass die sich dann irgendwann nicht mehr auskennen und wirklich gefangen sind in dieser Welt, statt einfach mal so Ruhe dahin. Jetzt ist es mal gut, weil es hat sich ja nicht weiterentwickelt. Das ist ja genauso noch so wie damals. Nicht kleiner, nicht größer, es sind immer noch die gleichen Informationen, die aber nicht mehr passen, weil wir haben keinen Säbelzahntiger mehr. Wir haben mittlerweile keine Höhlen mehr, sondern Wohnungen, wo man heizen kann. Wir haben einen Sozialstaat hier in Deutschland. Ich sage nicht, dass viel ist, was wir bekommen, aber zumindest so, dass wir nicht sterben müssen, dass wir essen können. Und aber unser Gehirn uns ständig einredet, das stimmt nicht, wir müssen nicht sterben. Und somit kommt der Mensch aus der Not, kriegt Panik, kommt in die Flucht, in das Angstgefühl und so weiter und so fort. Und wenn ich Angst habe und wenn ich in dieses Fluchtgefühl komme, dann sehe ich die Lösungen nicht mehr. Das macht alles dicht. Wenn ich aber jetzt rausgehe aus dieser Not und sage, okay, es ist zwar nicht schön, aber ich habe meine Grundversorgung, ich werde nicht verhungern, ich brauche diese Angst nicht mehr haben, dann komme ich wieder in ein besseres Gefühl, kann durch dieses bessere Gefühl wieder mein Gehirn, meine Logik wieder einschalten und dann nach Lösungen suchen. Und so ist es mit allem. Ein Mensch, der aus der Not kommt, wird nichts anderes bekommen als die Not. Weil ja sein Fokus geht ja zu der Not. Es geht ja nicht in die andere Richtung. Es ist also ja nur unser Fokus. Was wendet unsere Not? Was ist notwendig? Wenn wir erkennen, dass wir nicht in der Not sind, dass es keine Notwendigkeit ist, sondern dass wir sagen, okay, wie sagst du immer, wenn dein Haus brennt, dann lache. Es ist einfach gesagt wie getan, aber wenn man es logisch hinterfragt, was kann denn passieren? Das Haus ist weg, okay. Ja. In der Regel ist man versichert, also kriege ich ein neues Haus. Natürlich die ganzen Wertsachen, die drin sind, brauchen wir nicht reden. Aber mein Gott, die habe ich dann, die sind halt weg, ich kann sie nicht mehr ändern. Aber jetzt da drin zu bleiben, in dieser Not. Ja. Der doppelte Schaden. Genau. Na, also wenn du nicht lächelst, brennst auch. Ja. Sondern wenn du heute zusammenbrichst, dann hast du noch einen doppelten Schaden. Das heißt, du hast ja noch einen Nervenzusammenbruch, bist erledigt, bist kaputt und dein Haus brennt. Also das ist ja das Allerschlimmste. Obwohl du hast einen Vorteil, wenn du einen Nervenzusammenbruch hast, brauchst du ja nicht Gedanken machen, wo du heute Abend schläfst, weil du hast ja deine Unterkunft. Okay, aber trotzdem, also ich würde das sozusagen als große Übung für das letzte Loslassen interpretieren, weil das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja. Keine Taschen. Ja. Da kann ich kein Haus mitnehmen, da kann ich sogar noch nicht mal meine Kinder mitnehmen, sonst oder irgendetwas. Schau, du bist schon raus aus der Notwendigkeit. Und somit hast du eine Freiheit in dir. Ja. Und immer wenn ich die Notwendigkeit wegtue, dass das weg ist, dann bekomme ich eine Freiheit. Ich kriege ein Gefühl, wo ich sage, ist ja egal. Es ist zwar nicht schön, aber es ist egal letztendlich. Und somit tun sich Türen auf, die wo man alle zugemacht hat. Man hat sie alle zugemacht.
durch diese ewige Not. Ich bin immer in der Not. Ich sehe alles andere nicht mehr. Es ist nicht mehr da, obwohl es hier ist. Es ist nur verschlossen. Ja. Und wenn ich das mit meinen Klienten mache, dass ich die Notwendigkeit aufhebe, dass ich ihnen das zeige, dass es nicht notwendig ist, sondern es ist so, es ist nicht schön, erkenne es an, nimm es an und somit verschwindet es. Was hält dir aber die Leute davon ab, sozusagen dann in die Selbstverantwortung zu gehen? Weil ne, du hast am Anfang unseres Gesprächs die, du willst nicht mehr Opfer sein. Mhm. Ja. Da hat sich jemand aber ein paar Jahrzehnte in dieses Opferdenken rein, was sozusagen, das fände ich so als einen schönen Bogen geschlagen zu unserem Eingangsstatement, was bringt die Leute am meisten aus dem Opfer raus? Zu wissen, dass man kein Opfer ist, dass man alles selber regeln kann. Ja. Jeder Mensch, sogar jedes kleine Kind, lässt sich irgendwas einfallen, wenn es irgendwas erreichen möchte. Mhm. Wie unsere Rosalina, die wenn irgendwo hin will und es haut nicht hin, dann weint sie entweder oder sie schlägt dagegen oder sie steigt irgendwo drauf. Sie Lösung. Genau, sie sucht nach Lösungen. Mhm. Und genau das ist es. Wenn ich erkenne, dass ich kein Opfer bin, sondern es ist eine Situation, die ist jetzt da und die löse ich auf irgendwelche Weise. Und wenn ich dann immer höre, ja, du hast ja da ein Karma und du hast ja dies und das, dann sage ich, Leute, dann bin ich ja Opfer. Und ich habe für mich entschieden, weil jede Wahrheit hat die Eigenschaft, sich zu bewahrheiten. Mhm. Alles, was ich wähle, ist so. Und ich sage, ich, selbst wenn es gibt, für mich gibt es das nicht. Mhm. Ich habe es abgewählt. Mhm. Und seit ich das tue, bin ich frei. Und ich war ja früher mal extrem esoterisch, spooky. Ich habe gemerkt, es hat mich fast verrückt gemacht. Ja. Ganz ehrlich, ich wäre fast verrückt geworden. Und ich habe gesagt, jetzt ist Schluss. Und seit ich das aufgehört habe und habe gemerkt, ich bin kein Opfer, sondern ich bin auch Täter. Und ich darf auch ruhig Täter sein. Schöpfer. Ich darf mich wehren oder Schöpfer. Manchmal ich finde beim Täter ist immer so sozusagen auf der anderen Seite das Opfer. Wenn ich sage Schöpfer, dann kann ich für mich auch selber Schöpfer sein. Ja. Es bedarf dann keines Opfers. Ja, verstehst du? Also Täter und Opfer sind immer quasi eins. Als ja, verstehe ich aber schon. Schöpfer. Gut, dann kann bin ich Schöpfer. Und ich bin seit vielen Jahren Schöpfer geworden. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin seitdem frei. Für mich gibt es das alles nicht mehr. Ich habe alles abgewählt. Sabine, das war ein schönes Schlusswort, dass in dem Moment, wo ich mir dessen bewusst finde, ich habe es in der Hand, ja, allein durch mein Denken, mein anderes Draufschauen, ein anderes Leben zu schöpfen. Jawohl. Das ist so einfach. Aber ne, wie das so ist, mit allem Einfachen, das kann ja nicht sein. Das geht doch nicht. Vielen, vielen Dank, Sabine Schober, Ewald Schober. Du warst heute ein bisschen der Begleiter dieses Gesprächs. Aber ich fand das richtig spannend, weil das kommt im Prinzip ja von dir rübergeschwappt, wird da alchemisiert, sprich, ja, stimmig gemacht mit dir. Jawohl. Das fand ich auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft. Jedes Werkzeug ist nur so gut, wie es stimmig ist mit dem, der es anwendet. Ja, absolut. Vielen, vielen Dank, Sabine. Gerne. Perfekt. Ewald. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, ich glaube, Sie haben wieder mal richtig was serviert bekommen. Nehmen Sie es Stück für Stück, kauen es mal richtig durch und verbinden Sie es mit Ihrem eigenen Geschmäckle oder Geschmack. Probieren Sie aus. Probieren Sie aus, mal rauszugehen aus dem Opfer in das Schöpfersein. Und Sie können jetzt, in diesem Moment, ne, Sie waren eben noch wütend, Sie können den Schalter umlegen. Der Wut haben Sie genug Raum gegeben. Weg ist sie. Und dann dürfen Sie einfach wieder lachen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.